Im Leo Vetterbad in Stuttgart fand am 25.01.2016 zum ersten Mal der Wasserball Regio Cup statt. Das Event organisierte der Schwimmverband Württemberg in Zusammenarbeit mit der Sportregion Stuttgart. Unterstützt wurde die Veranstaltung von den Bundesligavereinen SV Cannstatt und dem SSV Esslingen. Spielberechtigt waren die Klassen 3 bis 5, die jeweils mit 4 Feldspielern und einem Torwart spielten. Parallel zu den Turnierspielen wurden verschiedene Eventstationen für die Kinder angeboten. Insgesamt mit dabei sind 3 unterschiedliche Grundschulen und Realschulen aus Stuttgart und Esslingen. Und ungefähr 90 bis 100 Kinder sind hier heute im Bad, die einfach den Wasserballsport näher kennenlernen sollen, die viel Spaß im Wasserball, beim Wasserballspielen haben sollen. Genau, und dann vielleicht auch die neuen Talente von morgen für uns darstellen können. Für die Sportregion Stuttgart war die Veranstaltung der 100. Regio Cup und somit eine Jubiläumsveranstaltung.